Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de und wir machen ja gerade eine kleine Serie Alternativen zur GoPro und heute habe ich ein ganz interessantes Gerät für euch und zwar von Insta360, die neue One RS, die haben wir geschickt bekommen von Insta360 in der Twin Edition und ja, eine wirklich hervorragende Kamera, ich habe sie schon ausreichend gecheckt und was sie so kann, was sie nicht kann, wofür sie sich besonders gut eignet und wie sie im Vergleich zur GoPro abschneidet. Das erfahrt ihr in diesem Video. Diese Aufnahme hier drehe ich jetzt schon mit der One RS, sinnigerweise, und zwar noch mit dem internen Mikrofon. Man kann aber auch zum Glück ein externes Mikrofon anschließen und wie das klingt, zeige ich euch jetzt. So, da bin ich wieder und jetzt mit externem Mikro. Das ist für uns Motorradtester ja eine ziemlich wichtige Funktion, die Audioqualität, weil wir ja, wenn wir unsere Vlogfahrten machen, unsere Testfahrten auch immer ein Mikrofon im Helm haben. Insofern, ja, werden wir das heute auch oder werde ich das heute für euch auch testen. Ich zeige euch gleich, was im Lieferumfang der Insta360 One RS Twin Edition alles so dabei ist. Es ist halt auch eine 360-Grad-Linse dabei, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, dann werde ich ein bisschen was zur Bedienung sagen und natürlich werden wir uns vor allem aufs Motorrad setzen und ich werde euch ein paar Footage, also ein paar Beispielfilmchen zeigen und das Ganze auch im Vergleich zu einer GoPro 8. Und dann könnt ihr sehen, ob die Bildqualität hier bei der Insta One RS mithalten kann oder sogar besser ist. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Ja, dann starten wir mal mit einem kurzen und knappen Unboxing. Ich habe hier von Insta die 360 One RS Twin Edition geschickt bekommen. Es gibt auch noch eine Edition ohne Twin, das heißt ohne das 360-Grad-Modul. Und es gibt auch noch ein drittes Package mit einem zusätzlichen, ich glaube, ein Teleobjektiv ist noch dabei. Ja, schauen wir mal, was hier in der Twin Edition so drin ist. Die kostet, glaube ich, derzeit etwa 500 Euro. Und ich finde, bei solchen Geräten merkt man meistens schon an der Verpackung, wie das gemacht ist, ob es sich um qualitativ hochwertige Geräte handelt oder um minderwertige. Ja, hier ist es alles super hochwertig, um es gleich mal ganz klipp und klar zu sagen. Wir schauen uns mal die Kamera an. Das hier ist die One RS. Und zwar in diesem Falle sind das zwei Module, nämlich einmal das Hauptmodul, das ist hier mit dem Display, da steckt auch die CPU drin und hier sind die Anschlüsse und das hier ist jetzt das Action-Cam-Modul mit einer Linse, 48 Megapixel, 4K und ja, das klippt man hier einfach so drauf. Und wenn man das Ganze zum Leben erwecken will, hier ist jetzt kein Akku drin, weder hier noch hier, logischerweise, dann muss man eben das Akkumodul ja, einfach draufklippen. Das funktioniert irgendwie, na, wenn man es richtig rummacht, funktioniert das auch tadellos. So, zack, einfach draufklippen und dann ist das Ganze schon einsatzbereit. Super gut, schön klein. Und ja, was heißt schön klein? Ist ungefähr so groß wie eine GoPro. Wollen wir auch nicht übertreiben. Ist jetzt auch nicht kleiner, ist aber auch nicht größer. Das hier ist jetzt das spezielle 360-Grad-Kameramodul, das wie gesagt nur bei der Twin Edition dabei ist. Kann man natürlich auch nachträglich kaufen, wenn ihr jetzt erstmal nur mit einer Insta360 One RS starten wollt und irgendwann mal sagt, naja, komm, 360 Grad will ich eigentlich auch mal machen, dann könnt ihr euch das nachträglich dazu kaufen. Das wird dann genauso hier herangestöpselt. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, so, zack. Und ja, und dieses Modul hat halt zwei sphärische Linsen hier. Damit kann man halt 360 Grad Aufnahmen machen. Das werde ich nachher auch noch mal zeigen, wobei den Fokus in diesem Video hier möchte ich eigentlich legen auf die Action Cam. Ja, was haben wir noch hier? Ein Karton. Und was ist da drin? Da ist ein USB-C-Kabel dabei und dann vor allem sehr wichtig für uns Motorradfahrer der Käfig, also eine Halterung. Da kommt dann die Insta rein. Da wird das hier einfach so reingeschoben, flop und dann hier abgeschlossen. So, und hier unten habt ihr auch die Befestigungshülsen, also ja, den Adapter. Das ist GoPro-kompatibel. Das ist auch ganz gut, dass Insta da jetzt nicht irgendwie versucht, irgendwas Eigenes zu etablieren am Markt. Wäre totaler Schwachsinn, weil wahrscheinlich alle von euch mindestens eine GoPro haben und dementsprechend auch viele andere Adapter. Was haben wir noch im Lieferumfang? Ja, hier schon mal so ein erstes Befestigungskit. Und dann finden wir hier auch noch eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung. Putztuch ist dabei, Aufkleber sind sogar auch dabei. Ja, das war der Liefer. Achso, hier, für die, das wollte ich noch gezeigt haben, für die 360 Grad, für das 360 Grad Kameramodul ist hier auch noch so ein neckischer Gummischutz. Nicht dumm, wenn
wenn man das Modul oder den ganzen Salat hier nicht immer in der Packung mit sich rumschleppen will, dann schützt dieses Gummiding natürlich die beiden Linsen. Sollte man auch darauf achten, weil das sonst schnell teuer wird. Ja, was hat mir Insta noch geschickt? Genau, diese Sticky Lens Guards haben sie mir noch beigelegt. Die gehören nicht zum Standardlieferumfang der One Air Astrin Edition. Das sind im Grunde genommen zwei ja, Plastikabdeckungen, die hier raufgepeppt werden. Ich habe sie hier auch schon mal drauf gemacht und auch drauf gelassen. Kann man das sehen? Ich hoffe ja. Die schützen halt die Linsen. Sehr sinnvoll. Würde ich euch empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet, ehrlich gesagt, aber ist halt ein zusätzlicher Schutz und das Geld sollte man wahrscheinlich dann doch investieren. Was mir Insta auch noch beigelegt hat, ist dieser Mikrofonadapter. Das ist ja nun mal nicht ganz so unwichtig, zumindest für uns, weil wir ja bei unseren Testfahrten auch sprechen. Und dieser Mikrofonadapter, hier ist er, der unterscheidet sich leider von dem Mikrofonadapter der Insta360 X2. Also wenn ihr eine X2 habt, so wie ich, und schon einen Mikrofonadapter habt, dann freut euch nicht zu früh. Das ist nämlich hier die horizontale Version, steht auch drauf. Die andere von der X2 passt hier leider nicht rein. Ich zeige euch das mal, wie das hier angepeppt wird. Dazu muss ich den ganzen Salat wieder rausholen. Hier die Seite aufmachen, wegklappen die ganze Angelegenheit. Es wirkt im ersten Moment ein bisschen windig, finde ich zumindest. Ist es aber nicht. Also es hält. Es wird hier reingesteckt in den USB-C-Anschluss. Unten hat man dann hier einen Ersatz-USB-C-Anschluss. Und hier oben ist dann, kann man das sehen, ja, der Mini-Klinkenanschluss. Da kommt euer Mikrofon rein und schon könnt ihr labern. Ja, das ist so ein bisschen bei der GoPro 7 bis zur 7er gab es hier auch so einen extra Adapter und bei der GoPro 8 gibt es ja, ab der GoPro 8 gibt es ja den MediaPod. Das lassen sich halt die Hersteller immer noch so ein bisschen bezahlen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ich finde es total albern. Ich bin mir relativ sicher, dass hier nicht so viel Technik drin steckt. Ein DA-Wandler ist da wahrscheinlich drin. Den hätte man eigentlich auch noch da rein tun können. Aber wie gesagt, das machen alle so. Das macht auch GoPro so. Insofern muss man da nochmal ein bisschen in die Tasche greifen. Ist jetzt auch nicht so teuer. Der Mikroadapter kostet, glaube ich, 30 € oder sowas. Und wie gesagt, für uns absolut unentbehrlich. Und ja, wie die Audioqualität ist, das zeige ich euch gleich. Dann habe ich noch diesen Accessory-Schuh hier bekommen. Der kann hier oben drauf geklippt werden. Das ist halt ein Blitzschuhadapter. Für uns auch ganz sinnvoll. Wir haben ja oftmals auch noch Wireless-Mikrofone am Start. Die kann man dann hier draufklappen, den Empfänger. Und dann fliegt das auch nicht alles so in der Gegend rum. Dann habe ich noch bekommen hier das Helmet-Mount-Set von Insta360. Das ist in der Tat ganz gut. Ja, das sind halt diese GoPro-typischen Adapter, Aufkleber, Gelenke und so weiter. Das ist ziemlich umfangreich. Da ist einiges mit dabei. Unter anderem auch dieses sehr lange Gelenk hier. Kann man natürlich auch kürzer machen. Sind viele Schrauben dabei. Wenn man ja unterschiedliche Positionen am Helm ermöglichen möchte, damit geht eigentlich alles. Ist hier auch auf der Rückseite so ein bisschen aufskizziert, ja, vorne, seitlich, oben auf dem Helm. Das ist die Position, die ich persönlich am besten finde, von der Optik her und auch, weil man halt während der Fahrt, wenn man es ein bisschen runter macht, auch auf das Display schauen kann und sehen kann, ob die Aufnahme nun gerade läuft oder was da gerade so passiert. Ja, eine weitere Besonderheit hier bei der Twin Edition ist ja die 360 Grad, das 360 Grad Kameramodul. Das hatte ich ja eben schon gezeigt. Und wenn man das benutzen möchte, dann braucht man auch hier diesen Selfie-Stick. Es ist eigentlich kein Selfie-Stick. Wie nennt er sich? Steht jetzt was drauf? Doch, Selfie-Stick nennt Insta auch so. Es ist ein kleiner Zauberstab, denn dieser Stick wird rausgerechnet. Man kann ihn hier so rausziehen. Das kann man jetzt nicht sehen. Es wird irgendwie so, no, wie lang wird das Ding? 1,50 ungefähr. Relativ lang. Ist aus Metall, sehr wertig. Und gerade wenn man den jetzt hier befestigt am Motorrad und nach vorne zieht, dann kann man so drohnenartige Aufnahmen machen. Das sieht immer so aus, als ob da vor einem einer auf der Straße fährt, im Auto oder sowas. Total cool, wenn ihr unsere Testvideos kennt, dann wisst ihr auch, wovon ich spreche. Also diesen Stick hier, den würde ich euch auch empfehlen. Ja, das war der Lieferumfang zur One RS in der Twin Edition. Wie gesagt, kostet gerade etwa so 500 €. Es gibt, glaube ich, auch gerade eine Preisaktion für die One RS ohne Twin-Modul für, ich glaube, 300 €. Und ja, wenn man bedenkt, für 500 € eine richtig gute Action-Cam, was sie kann, das zeige ich euch gleich, inklusive 360-Grad-Funktionalität, dann würde ich mal sagen, ist das ja wohl echt
ein guter Preis. Also klar, viele von euch werden sagen, 360 Grad brauche ich nicht, aber dann nehmt ihr eben die Nicht-Twin Edition für 300 Euro. Und das ist im Vergleich zur GoPro auch immer noch ein richtig guter Preis. Ja, da würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal, wie ich das Ganze am Helm festmache und danach setzen wir uns mal aufs Motorradfahren eine Runde und dann zeige ich euch Footage von der One RS und das Ganze auch im Vergleich zu einer GoPro 8. Also dranbleiben. So, hier habe ich die Insta One RS jetzt mal an einem Helm angebracht, unschwer zu erkennen. Vorne mit einem normalen Modul, das heißt, wenn ich jetzt so die One RS nutzen würde, würde ich das Display nicht sehen können, was ja für viele Leute wahrscheinlich auch in Ordnung ist. Ich zeige euch das nochmal an meinem anderen, an meinem Schubert-Helm, wie das da aussieht. Da habe ich nämlich hier vorne, das ist der Helm, den ich eigentlich normalerweise bei den Tests benutze. Und da habe ich halt so ein längeres, einen längeren Adapter dran geschraubt. Und ja, da habe ich dann halt die Möglichkeit, und das ist mir sehr wichtig, ehrlich gesagt, während der Fahrt, weil ich da quasi ja öfter mal stoppen muss, die Aufnahme abbrechen muss, neu machen muss und so weiter. Das geht jetzt einfach hier ein bisschen höher. Ich glaube, das könnt ihr einigermaßen erahnen. Und wenn ich jetzt hier fahre, dann sehe ich halt normal das Blickfeld, die Straße. Ich kann aber auch auf das Display schauen und quasi Einfluss nehmen auf die Aufnahme. Und ja, wie gesagt, hier kommt der Mikroadapter ran und dann lege ich hier ein Kabel in den Helm und kann dann halt meine Aufnahmen auch besprechen. Ja, dann würde ich sagen, dann setzen wir uns mal aufs Bike und schauen uns mal die Qualität an. Ja, dann soll es ja mal losgehen endlich mit der ersten Testaufnahme mit der Insta360 One RS. Ich habe jetzt eingestellt 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, also die maximale Videoauflösung. Fahren das hier erstmal so ein bisschen langsam und da vorne werden wir dann gleich noch mal ein bisschen schneller fahren, um mal zu gucken, wie das mit der Rauschunterdrückung ist. Wenn man schneller fährt, hat man ja immer so ein paar Geräusche, was heißt ein paar, eine ganze Menge Windgeräusche im Helm, ob man will oder nicht. Ich habe jetzt hier das externe Mikro natürlich am Start von Insta360 und bin selbst mal ganz gespannt, wie die Qualität audiomäßig ist. Habe ich mir noch nicht anhören können. Guten Tag. So, jetzt fahren wir hier mal rechts rum. Ich muss allerdings auch dazu sagen, man kann in den Einstellungen hier natürlich schon den Mikropegel einstellen. Ich habe ihn jetzt auf 0, also auf neutral. Und jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas. Und das wird relativ laut hier am Helm, im Helm. Und ich hoffe, man kann mich trotzdem noch gut verstehen. Ja. Das war also 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Die gleiche Fahrt mache ich gleich dann nochmal mit der GoPro und lege die Aufnahmen dann auch nebeneinander, sodass ihr dann auch da nochmal einen Eindruck bekommt, ob die Bildqualität vergleichbar oder besser oder schlechter ist, je nachdem. Also, bis gleich. Jetzt habe ich eingestellt Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde und auch die maximale
Flow State Bildstabilisierung, die kann man übrigens in drei Stufen einstellen. Low, Standard und High. Ich glaube, man kann sie auch ganz ausstellen. Und ja, wir machen jetzt hier nur eine ganz kurze Fahrt, weil die meisten von euch wahrscheinlich dann doch mehr Wert auf die 4K Auflösung legen. Und ja, das GoPro-Bild lege ich euch gleich nochmal daneben, damit ihr nochmal einen direkten Vergleich habt. Ja, dann will ich euch noch mal so ein paar Bediendinge zeigen, die mir aufgefallen sind hier bei der Insta360 One RS. Zum einen, ja, erstmal generell als Hinweis, die Kamera ist wasser- und staubgeschützt bis, wo steht das hier, bis 5 Meter. Also das ist doch eigentlich schon mal sehr, sehr cool. Man kann also auch tatsächlich unter Wasser damit Aufnahmen machen. Und muss sich da keine Sorgen machen, dass die Kamera dann kaputt geht. Es gibt hier oben eigentlich nur zwei Bedienknöpfe. Das ist der An- und Ausschalter und das ist der Schalter zum Starten der Aufnahme. Das Besondere ist, die Kamera kann so wie jetzt auch aus sein. Wenn ich jetzt hier drauf semmel auf diesen Aufnahmeknopf, dann fährt die Kamera hoch. Also die Kamera schaltet sich ein. Es beginnt sofort die Aufnahme. Und wenn ich jetzt wieder hier drauf drücke, wird nicht nur die Aufnahme beendet, logischerweise, sondern die Kamera wird auch wieder ausgeschaltet. So, warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wir zum Beispiel unsere Testfahrten machen, dann nehmen wir ja nicht die ganze Zeit auf, sondern immer nur, je nachdem, wenn man gerade was zu sagen hat und wenn die Kamera die ganze Zeit an wäre bei der gesamten Fahrt, wir fahren ja schon ein bisschen länger, dann würde der Akku halt relativ schnell schlapp machen. Der Akku hier unten, der hält, ja, das hängt so ein bisschen davon ab, mit welcher Auflösung ihr filmt. Wenn ihr hier in der vollen Auflösung filmt, 4K mit 60 Bildern, dann seid ihr, ja, eine gute Stunde dabei. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie hell das Display eingestellt ist und so ein paar andere Parameter. So eine gute Stunde. Und wenn ihr jetzt im Full HD zum Beispiel filmt, sind es sogar anderthalb. Das ist in Ordnung, das sind jetzt keine Rekordzeiten, das ist vergleichbar mit der GoPro, aber das ist, also für uns zumindest ist es vollkommen ausreichend. Mehr brauchen wir nicht. Und außerdem kann man ja, wenn man will, sich auch noch einen zweiten Akku hier besorgen. Ja, das ist das Bedienfeld. Bisschen klein, bisschen kleiner als bei der GoPro auch. Und ich weiß jetzt schon, wenn Volker oder Markus hier Aufnahmen machen, dass die fluchen werden. Das tun sie allerdings bei allen Kameras, weil das halt ein bisschen fummelig ist. Wir wollen uns mal so ein paar grundsätzliche Funktionalitäten anschauen. Nicht alles, das würde sonst Stunden dauern, aber so ein paar Dinge will ich euch mal zeigen. Wenn man hier von unten nach oben wischt, kommen die Aufnahmen. Kann man sich dann hier auch anschauen und löschen und so weiter und so weiter. Das spare ich mir jetzt mal. Das hier unten ist die Anzeige der eingestellten Auflösung, in diesem Falle 4K. Im 16:9 Format mit 60 Bildern pro Sekunde. Das ist auch zugleich die maximale Auflösung. Sehr schöne Auflösung, finde ich. Sehr, sehr detailreiche Aufnahmen kriegt man damit hin. Das habt ihr ja gesehen. Und 60 Bilder pro Sekunde sorgen halt auch für einen sehr smoothen Bildübergang. Viele von euch werden sicherlich in Full HD filmen mit 60 Bildern. Mein Tipp ist 2K. Wenn ihr in 2K mit 60 Bildern pro Sekunde filmt, dann habt ihr auch eine schöne Stabilisierung und ja, eine ausreichende Schärfe, meiner Meinung nach. 4K muss gar nicht immer sein. Ja, wenn man von oben nach unten wischt, dann kommt man hier in die Einstellung. Hier seht ihr jetzt auch die Flow State, den Flow State Status, also den Status der Bildstabilisierung, steht jetzt hier auf High. Das ist halt die höchste Einstellung. Ich kann ja mal eben kurz hier 4K mit 60 Bildern einstellen. So, zack. Dann sieht man hier immer noch High. Achso, Entschuldigung. Geringere Stabilisierung mit kurzer Verzögerung. Nee, Low. Jetzt ist es auf Low eingestellt. Standard und auf High. Achso, da habe ich mich vorhin getäuscht. Da kann man halt drauf tippen und dann ändert sich das. Mir war nicht bewusst, das habe ich jetzt gerade gelernt, dass halt in 4K auch diese Flow State in High eingestellt werden kann. Das ist ja auch sehr schön. Ja, dann kann man hier die Helligkeit des Displays einstellen. Man kann das Display auch sperren gegen Fehleinnahmen. Man kann hier auch Sprach
Anweisungen losschicken, so ähnlich wie beim Smartphone, also sprachgesteuert ist die Insta360 One RS auch sehr schön. Und ja, dann gibt es hier noch so ein Quick-Menü, Q für Quick, da kann man halt, ja, C1 bis C5, da kann man sich halt so spezielle Presets einrichten, sind auch schon voreingestellt, Zeitraffer zum Beispiel HDR Foto, Active HDR Video und Video. Und ja, könnt ihr selbst belegen, wie ihr wollt. Das geht dann alles ein bisschen schneller, als wenn man die einzelnen Einstellungen immer manuell vornimmt. Und dann haben wir hier, und das finde ich echt gut gemacht, den Brennweiten-Schalter. Das ist halt ein Zoom von 20 mm. Also das ist natürlich umgerechnet auf das Kleinbild äquivalent 20 mm. Also sehr weitwinklig bis immerhin 50 mm. Und das ist auch nicht unwichtig, weil viele YouTuber oder viele Motorradvlogger dazu tendieren, immer sehr weitwinklig zu filmen. Und das ist manchmal gar nicht so gut. Also bei normalen Fahrten vielleicht schon, aber wenn man zum Beispiel hinterm Auto herfährt und das Motorrad ein bisschen größer sehen will, dann kann man das hier relativ schnell auf 50 mm einstellen. Und dann, ja, es ist halt wie so ein kleiner Tele, dann sieht man halt auch ein bisschen was. Ja, das soll es mal so gewesen sein. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten, aber ich will das Video jetzt nicht allzu lang machen. Insofern belasse ich es mal dabei. Also Foto haben wir, Video haben wir, HDR gibt es, dann gibt es also Active HDR, das heißt Videoaufnahmen mit ja, einem Kontrastausgleich, sehr schön, Zeitraffer, Timeshift, Zeitlupe gibt es hier, Loopaufnahmen, 6K Breitbildmodus gibt es hier, achso, das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt, genau, ihr könnt auch in 6K Aufnahmen machen, auch mit der Action Cam hier, dann allerdings mit entweder gar keinem Bildstabilisator oder mit so einem nicht ganz so starken, weiß ich jetzt nicht so genau, so in Serienaufnahmen, Starlabs haben wir hier noch unten, Nachtmodus gibt es auch, Intervall und dann kommen wir hier zu HDR Foto und Foto, das heißt, ja, man kann natürlich auch Fotos schießen hier mit, ich glaube maximal 48 Megapixeln und wenn ich jetzt ein HDR Foto mache, ich kann das ja mal machen. So, zack. Dann nimmt die Kamera mehrere Aufnahmen auf, also drei Stück, um genau zu sein, mit unterschiedlichen Belichtungen. Einmal in Normalbelichtung, einmal überbelichtet, einmal unterbelichtet. Und dann werden diese drei Fotos übereinander gelegt. Und dann hat man halt hier, ja, das kann man jetzt hier natürlich nicht sehen, aber dann hat man halt einen sehr schönen Kontrastumfang. Und das macht durchaus Sinn, müsst ihr mal ausprobieren. Was ich natürlich auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass man natürlich auch die Insta360 One RS mit seinem Smartphone koppeln kann, verbinden kann. Dazu gibt es hier eine spezielle App und ich habe das jetzt schon gekoppelt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Das funktioniert mehr oder weniger einfach. Und wenn ihr dann das gekoppelt habt, dann habt ihr hier halt so ein Vorschaubild. Ich habe die Kamera jetzt hier einfach mal so hingestellt. Ich kann das ja mal lustigerweise so machen. Ach, sehr witzig. Jetzt sehen wir uns nämlich selbst oder ich sehe mich. Ja, und was jetzt natürlich quasi hier der Fall ist, ist, dass ich hier zum Beispiel die Aufnahme starten und stoppen kann. Das ist ja ganz praktisch. Was allerdings viel praktischer ist, ist die Tatsache, dass man eben hier auch jede Menge Einstellungen vornehmen kann. Zum Beispiel kann ich hier den Modus ändern. Das sind alles Dinge, die kann ich natürlich auch bei der Kamera selbst einstellen. Ist schon klar, aber bei so einer App ist das dann doch alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es funktioniert alles ein bisschen schneller und einfacher. Man kann natürlich auch sich Dinge angucken, Clips, die man schon gedreht hat. Man kann sie runterladen, man kann sie dann auch noch verarbeiten, wie verrückt. Also man kann hier quasi Filme auf dem Smartphone schneiden. Das funktioniert auch echt besser, als man sich das vorstellt. Normalerweise würde man ja sagen, das geht eigentlich nur am PC. Aber das geht hier auf der App tatsächlich auch ganz gut. So, kommen wir dann endlich mal zum Fazit zur Insta360 One RS. Ich bin in diesem Video ja nur ganz, ganz kurz auf die 360-Grad-Funktionalitäten der Twin Edition eingegangen, weil ja, dieses Video sollte sich ja konzentrieren auf die Action-Cam-Fähigkeiten und dem Vergleich zur GoPro. Ich werde aber nochmal in einem separaten Video euch dann die 360-Grad- Kamera hier vorstellen von der Insta360 One RS und werde die dann auch vergleichen mit der Insta360 One X2. Das ist ja eine ebenfalls eine 360-Grad Kamera, die ich glaube jetzt seit einem Jahr etwa auf dem Markt ist. Und dann werdet ihr dann auch nochmal sehen, was die Twin Edition hier so drauf hat, was 360-Grad Aufnahmen angeht. Ja, also Fazit. Ich finde, dass die One RS von Insta360 der beste Konkurrent ist auf dem Markt zur GoPro, qualitativ vergleichbar, diese beiden, von der Leistung her eigentlich auch vergleichbar.
Aber die One RS hat eben, ja, da sehe ich zwei ganz große Vorteile. Zum einen kann man sie eben zu einer 360-Grad-Kamera erweitern. Und das ist wirklich ein ganz großer Spaß, muss ich sagen. Gerade für YouTuber ist das eine super Möglichkeit, sein Spektrum zu erweitern. Wir nutzen die 360-Grad-Kamera eigentlich fast bei jedem Video mittlerweile. Es macht richtig Spaß. Preislich ist die 360 hier, die One RS, auch vor der GoPro. Die 4K-Variante kostet derzeit, ich glaube, das ist eine Aktion, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es dann nochmal teurer wird, kostet 278 Euro und das ist im Vergleich zu einer aktuellen GoPro 10 oder auch zu den Vorgängermodellen wirklich ein Knallerpreis. Also da ist die GoPro dann doch nochmal deutlich teurer. Im Übrigen auch der Zubehör, das habt ihr ja vorhin gesehen, so ein paar Zubehörpreise habe ich ja eingeblendet. Das zieht sich im Grunde genommen durch das gesamte Produktsortiment von Insta360. Das ist alles so, 30% günstiger als bei GoPro. Und das finde ich doch mal sehr löblich. Akkulaufzeit habt ihr gesehen, da gibt es so unterschiedliche Werte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen 24-Stunden-Test gemacht, aber die Insta360 One RS ist teilweise besser, was die Akkulaufzeit angeht, als die GoPro-Modelle, je nachdem, welches Modell ihr da zum Vergleich heranzieht. Und die Bildstabilisierung, ich weiß nicht, ob ihr euch die Testaufnahmen so richtig detailliert angeguckt habt, diese Flow-State-Stabilisierung ist meiner Meinung nach vergleichbar mit der Hyper-Smooth-Stabilisierung von GoPro. Da sehe ich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich finde ehrlich gesagt auch seit der GoPro 8 hat sich da so viel jetzt bei GoPro nicht mehr getan. Natürlich werben die da immer mit und sagen noch besser, noch besser, noch besser. Aber bei Licht betrachtet ist das schon alles seit ein paar Jahren ziemlich gut bei GoPro und bei der One RS ist das jetzt auch tatsächlich vergleichbar auf einem Niveau. Ja, was sicherlich ein Unterschied ist und da mag der eine oder andere auch ein bisschen die Nase rümpfen, das ist dieses Display. Das ist hier tatsächlich kleiner als bei der GoPro. Und also ich habe da jetzt ehrlich gesagt kein großes Problem mit, zumal ich häufig auch die App nutze, um die Insta360 hier zu steuern oder auch die GoPro. Aber das mag dem einen oder anderen ein bisschen als Nachteil erscheinen. Ja, das war mein Testvideo zur Insta360 One RS. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so sein sollte, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wie gesagt, schaut demnächst auch mal rein. Dann seht ihr einen Vergleich der One RS mit 360-Grad-Modul im Vergleich zur Insta360 One X2. Ich werde diese Reihe Alternativen zur GoPro auch noch fortführen. Ich kann schon mal ankündigen, dass da demnächst eine Kamera von Sena noch hier erscheinen wird und wahrscheinlich auch noch eine DJI. Und dann habt ihr ein paar Alternativen zur GoPro zur Hand. Vielleicht noch mal ein Wort, warum ich das Ganze mache. Wir filmen ja seit Jahren mit GoPros. Eigentlich sind wir damit auch ganz zufrieden, aber in letzter Zeit spacken die Akkus irgendwie rum wie verrückt. Und insofern bin ich ganz froh, dass wir jetzt diese RS hier haben. Hier habe ich nämlich während des gesamten Tests nicht einmal irgendein Problem gehabt. Weder mit der Software noch mit dem Akku noch mit sonst irgendwas. Die funktioniert, die ist zuverlässig. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist für Motorradtester. Also, macht's gut, ich grüße euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüssinger und bis bald.